Das heutige Video ist gedacht wie so eine kleine Gehirnwäsche für alle Menschen, die unter sehr starken Prüfungsängsten leiden. Und ich hätte mir damals, als ich vor der Toilette gekniet habe und erbrochen habe und geweint habe und hyperventiliert habe, mir auch so eine Gehirnwäsche gewünscht, damit diese Emotionen, die man in dieser Situation erfährt, so ein bisschen runtergefahren werden. Am Ende bin ich natürlich doch zur Prüfung. Und je näher ich der Prüfung kam, desto, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ruhig geworden bin, aber im Vergleich zu dieser Panikattacke in der Nacht davor ging es mir tatsächlich schon deutlich besser und man wurde etwas ruhiger und am Ende ist es dann doch gut gelaufen. Und das ist auch der erste Punkt quasi schon, weil häufig denkt man, nur weil man die Angst hat, ja, das ist eine fehlgeleitete Metakognition. Man interpretiert die Angst als Indiz dafür, dass es schief laufen wird. Aber in Wirklichkeit, wie oft hattet ihr schon Angst? Wie oft habt ihr euch schon Sorgen gemacht, dass etwas schief läuft und am Ende ist es doch gut gelaufen? Man findet zum Beispiel auch bei Menschen mit generalisierter Angststörung, dass weit über 90% der Sorgen, die sie haben, wenn man das überprüft, diese Befürchtungen treten nie ein. Punkt Nummer 2, und das war vielleicht für mich die wichtigste Erkenntnis. In der Prüfung geht es nicht um euch. In der Prüfung geht es nicht um dich als Person. Auch wenn man das manchmal im Vorfeld so falsch interpretiert und falsch fühlt. Man denkt, ich gehe in die Prüfung und ich als Person stehe auf dem Prüfstand. Das Einzige, wofür sich der Prüfer wirklich interessiert, und ich habe ja mittlerweile die Seiten gewechselt, ich weiß es, ich darf nichts anderes bewerten. Das Einzige, wofür sich der Prüfer interessiert, ist euer Wissen. Und zwar auch nur dieses kleine Fitzelchen an Wissen, was ihr für diese Prüfung braucht. Es gibt das Gütekriterium der Objektivität. Der Prüfer darf gar nicht eure Person bewerten, er darf nur euer Wissen bewerten. Das heißt, ich muss unabhängig davon, welche Person vor mir sitzt, das kann Mutter Teresa sein, Donald Trump oder der Teufel, ja, ich muss alle Personen gleich bewerten. Ich darf bei allen Personen nur das bewerten, was sie mir an Fachwissen anbieten. Es geht also nicht um dich als Person. Und das bedeutet auch, dass wenn irgendwas schief läuft, ja, wenn du halt durch die Prüfung durchrasseln solltest, was in den seltensten Fällen den Leuten passiert, die sehr starke Prüfungsangst haben, weil die ja häufig sich gut vorbereiten, weil die Angst sie dazu treibt, sich gut vorzubereiten. Aber selbst wenn es passieren sollte, dann bedeutet das auch in den Augen des Prüfers nichts anderes als, gut, hat halt Pech gehabt mit den Fragen oder hätte sich ein bisschen besser vorbereiten können. Beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Und es gibt auch Studenten, die lassen sich absichtlich das erste Mal durchfallen, weil sie wissen, ja, beim zweiten Mal weiß ich dann schon ungefähr, was für Fragen da gestellt werden. Das wäre vielleicht auch mal eine kognitive Strategie, dass man diese paradoxe Intention, das ist auch eine psychologische Intervention, hat, in eine Prüfung reinzugehen mit dem Ziel, durchzufallen. Ihr werdet merken, dass das auch sehr stark die Angst reduzieren kann. Punkt Nummer 3 ist die Illusion der Transparenz zu kennen. Klingt kompliziert, aber bedeutet nichts anderes als zu wissen, dass man nicht durchsichtig ist. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass andere Menschen einen durchschauen, dass sie wissen, wenn man nervös ist, wenn man sehr viel Angst hat oder dass sie auch mitbekommen, wenn man etwas nicht weiß. Es gibt so viele Studien auch zum Beispiel zum Thema Lügen. Viele Menschen denken, ja, man kann anderen Leuten ja ansehen, wenn sie lügen. Aber in vielen Studien konnte man zeigen, nee, Menschen sind häufig nicht besser als der Zufall, wenn man ihnen sagt, ja, versucht mal herauszufinden, ob der gerade gelogen hat. Man kann es den Leuten nicht ansehen. Und so ist es auch bei vielen Emotionen so. Als ich zum Beispiel dann in dieser Vordiplomsprüfung drin saß und wo ich zuvor wirklich, ja, mich übergeben habe und auch in der Prüfung noch extrem nervös war, hat mein Prof dann am Ende gemeint, ja, und wie war es denn so, die erste Prüfung jetzt? Habe ich gemeint, oh, ich war unglaublich aufgeregt. Und er hat gemeint, ach ja, hat man gar nicht gemerkt. Und ich so, was? Dein Ernst? Ja, ich habe Schweißhände, ich bin am Zittern, ja, also was, warum kriegt er das nicht mit? Ja, ich habe meinen Oberschenkel angespannt, meinen Bauch angespannt und so Sachen, ja, weil ich einfach so viel Spannung im Körper hatte. Und er sagt, nö, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, und es gibt auch Studien zu dem Thema, wenn man Leute über die Illusion der Transparenz aufklärt, wenn man ihnen sagt, ja, die meisten Menschen kriegen das gar nicht mit, wenn du aufgeregt bist, wenn du Angst hast. Und wenn man sie dann eine Rede halten lässt und dann Bewerter sagen lässt, ja, und wie gut war denn jetzt diese Rede, dann sind diejenigen, die darüber aufgeklärt wurden, also so wie ihr wurdet ja jetzt auch über die Illusion der Transparenz aufgeklärt, dann werden deren Reden tatsächlich besser bewertet. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass man weniger auf sich selber fokussiert ist, wenn man weiß, okay, ich muss ja gar nicht meine Emotionen so stark kontrollieren, weil der andere kriegt es ja eh nicht mit. Und selbst wenn er es mitbekommen würde, wäre es dann so schlimm? Also wäre es wirklich so schlimm, wenn jemand euch ansieht, dass ihr aufgeregt seid? Überlegt mal. Wenn ihr Prüfer wärt, wer ist euch quasi sympathischer? Ihr dürft es ja nicht bewerten, aber wer wäre euch sympathischer? Derjenige, der da vollkommen unbeteiligt vor euch sitzt und vollkommen relaxed sitzt und sagt, ja, es gibt dann folgende Kriterien. Ja, A ist so und so, B ist so und so und C ist so. Oder jemand, der vor euch sitzt, ja, es gibt folgende Kriterien. A ist so und so, B ist so und so und C ist so und so. Also bei wem habt ihr eher das Gefühl, okay, der lebt jetzt gerade für diese Sache hier und dem ist es auch wirklich wichtig? Und bei wem habt ihr eher das Gefühl, na, das interessiert ihn alles gar nicht so arg? Also es wäre nicht schlimm. Also ich denke mir auch, wenn ich jemanden vor mir habe und der sehr aufgeregt ist, es wäre auf keinen Fall schlimm, wenn man das mitbekommen würde. Aber in den meisten Fällen kriegt man es gar nicht so sehr mit, wie man oder wie derjenige denkt, dass die anderen das mitbekommen. Eine weitere Sache, die sehr hilfreich sein kann, ist das sogenannte zeitliche Distanzieren. Sich also vor Augen zu führen, welche Bedeutung diese Prüfung ja, in 20 oder 30 Jahren noch haben wird. Wird man da noch zurückdenken? Denkt ihr noch ab und zu an irgendwelche Prüfungen von vor 10 Jahren oder auch welche, wo ihr mal durchgefallen seid oder mal schlecht abgeschnitten habt? Denkt ihr da wirklich noch dran? Und noch krasser wird es natürlich, wenn man die maximale Zeitdistanz einnimmt. Welche Bedeutung haben all diese Prüfungen, wenn ihr mal nicht mehr da sein sollt, nach eurem Tod? Also wenn ihr nicht mehr da sein solltet, meint ihr, dass irgendjemand sich noch dafür interessieren wird, ob ihr eine Prüfung bestanden habt? In 100, in 200, in 300 Jahren, kein Mensch wird sich dafür interessieren. Es ist alles so unbedeutend, wenn man diese zeitliche Perspektive einnimmt. Und ebenfalls enorm hilfreich ist es, und darüber haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen, die Angst nicht als lähmend wahrzunehmen, sondern sich auch klarzumachen, dass das Adrenalin, was da in meinem Körper ausgeschüttet wird, auch enorm hilfreich sein kann. Ja, ich werde dadurch richtig wach und kann vielleicht sogar deutlich konzentrierter die Aufgaben, die mir da gestellt werden, lösen. Und es ist wie bei einem Bogen, wenn der nicht gespannt ist, dann funktioniert er nicht richtig. Das heißt, diese Aufregung, ja, in Zukunft redet vielleicht nicht so arg mehr von Angst, sondern eher von Aufregung. Diese Aufregung kann extrem hilfreich sein, dieses Erregungslevel zu erreichen, das ihr braucht, um perfekt zu funktionieren. Und auch das konnte man in mehreren Studien zeigen, dass das sehr hilfreich sein kann. Und versucht nicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, versucht nicht, euch krampfhaft runterzufahren, krampfhaft die Emotionen runterzudrücken und Emotionen zu unterdrücken und zu sagen, nee, ich will das auf gar keinen Fall fühlen. Geht häufig schief. Das ist wie wenn so ein Wasserball unter Wasser gedrückt wird und nach einiger Zeit kommt er damit doppelter Wucht wieder nach oben. Versucht nicht, die Emotionen zu unterdrücken, sondern versucht eher zu sagen, ich arbeite mit der Emotion, ich akzeptiere die Emotion und ich nutze diese Aufregung, die durch diese Emotion hier freigesetzt wird, zum Positiven. Und damit kommen wir langsam zum letzten Punkt. Darf man Fehler machen? Darf man scheitern? Natürlich darf man in der Prüfung auch Fehler machen, also in meiner allerletzten Diplomsprüfung. Und witzigerweise war mein Einsprechthema spezifische Phobien, also auch das Thema Angst. Und man musste dann unterschiedliche Kriterien aus dem Diagnosekatalog runterrattern. Und ich hatte die natürlich vorher etliche Male durchgesprochen. Aber
ich bin einfach über den zweiten Punkt komplett gestolpert. Ja, ich hatte gerade angefangen zu reden und der zweite Punkt ist mir nicht eingefallen. Und ich hatte halt einfach an der Stelle einen Blackout. Gefühlt waren es 5, 6, 7 Sekunden, wo ich da saß und habe einfach gesagt, oh, jetzt habe ich einen Blackout. Wie reagiert ein Prüfer in der Situation? Kann ich euch auch sagen. Der sagt natürlich, ja, kein Ding, lass dir Zeit. Und während ich so überlegt habe, ja, was war das jetzt nochmal? Und ich bin einfach nicht drauf gekommen und habe dann einfach mit dem nächsten Punkt dann weitergemacht. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5 erzählt. Und währenddessen ist mir natürlich dann auch wieder Punkt 2 eingefallen. Ja, und obwohl also das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, nämlich ein Blackout, ja, das war das. Eigentlich ist das die größte Angst, die ich immer hatte in Bezug auf mündliche Prüfung, dass ich da sitze und einfach nichts sagen kann für eine längere Zeit. Das Schlimmste ist quasi passiert und am Ende habe ich in der Prüfung eine 1 bekommen. Also selbst wenn das Schlimmste passiert, was man sich ausmalt, kann es oder heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie ein Weltuntergang ist. Nee, man kann sogar noch eine 1 kriegen. Das heißt, man darf in Prüfungen natürlich auch Fehler machen. Und die Tatsache, dass ihr überhaupt an einer Prüfung teilnehmt, bedeutet ja auch, dass ihr euch in einem Lernkontext befindet in aller Regel. Und natürlich wird da von Prüfern auch erkannt, dass ihr noch nicht perfekt sein müsst. Man sowieso, niemand ist jemals perfekt. Also versucht eher in dieses Wachstumsmindset reinzukommen und zu erkennen, ja, ihr seid ja noch in der Entwicklung. Ihr müsst noch nicht alles wissen. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere kognitive Neubewertungen, die helfen können und vielleicht habt ihr auch noch welche, die euch persönlich besonders geholfen haben. Schreibt sie sehr, sehr gerne unter das Video, würde mich sehr freuen. Ansonsten kann ich euch nur raten, schaut euch dieses Video ruhig mehrfach an und sucht euch die kognitive Neubewertung, den Punkt raus, fasst ihn in einem kurzen Merksatz oder vielleicht nur in einem Wort oder mehreren kurzen Worten für euch zusammen, zum Beispiel Angst als Aufregung interpretieren, als hilfreiche Aufregung, die euch wie ein Bogen mehr gespannt macht. Oder es geht nicht um mich, ja, sondern es geht nur um ein bisschen Fachwissen, das ich hier in vielen Fällen auskotzen soll. Schreibt es euch auf und verpackt es vielleicht in einen Wenn-Dann-Plan. Also kurz vor der Prüfung sage ich mir nochmal Punkt, Punkt, Punkt. Oder könnt ihr auch machen, oder programmiert euer Smartphone, dass es euch zu einer gewissen Zeit, ihr könnt ja sagen, morgen um 15 Uhr, was eine halbe Stunde vor der Prüfung ist, morgen um 15 Uhr kommt nochmal die Erinnerung auf meinem Smartphone, dieser eine Gedanke, diese eine kognitive Neubewertung, die mir helfen kann. Man wird diese Aufregung aus dem Körper nicht rausbekommen, darum geht es aber auch nicht, weil sie ist ja auch wirklich in vielen Fällen hilfreich. Und ich weiß, es ist wirklich, wenn man in der Situation ist, sehr schwierig, aber denkt daran, die Prüfer wollen euch in aller Regel nichts Böses. Die Prüfer sind daran interessiert. Ja, die Prüfer sind daran interessiert, dass ihr besteht. Es wirft kein gutes Licht auf einen Prüfer, wenn seine Studenten alle durchfallen, weil dann hat er ihnen ja auch nicht besonders viel beigebracht. Also denkt dran, der Prüfer will euch nichts Böses. Und in vielen Fällen sind diejenigen, die so aufgeregt sind, so wie ihr jetzt gerade, sind das eher die Besseren, weil sie auch im Vorfeld dann auch mehr sich vorbereiten. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Schaut auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut mal in die Bücher rein. Da gibt es natürlich noch mehr zum Thema kognitive Neubewertungen, Umgang mit allen möglichen Ängsten und auch metakognitive Therapie und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall das Beste für die Prüfungen. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Das darf man auch nicht vergessen. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.